Und damit ganz herzlich willkommen zurück zur Folge 4 von Sim Airport. Ich habe das Spiel mal ein bisschen laufen lassen, dass wir hier nicht dauerhaft hier im Minus sind, weil das ist ja schon ein bisschen abkotzend, sage ich mal. Ja, wir können jetzt getrost schön weiterbauen und werden gleich mal schauen, wie wir das Ganze noch verbessern können. Vor allem auch, dass wir mal schauen, dass wir diesen Kontrollturm kriegen. Zum ersten Fall würde ich aber tatsächlich mal schnell die Straße hier noch umbauen, dass der Abfall sozusagen separiert wird. Okay, dann muss ich hier schnell die Abfallzone befreien. So, das ist dann die neue Abfallzone. So. Guck. Okay, wie kriege ich das denn jetzt weg? So. Gut. Weil jetzt blockiert der Müllwagen nicht mehr unseren durchgängigen Verkehr, das ist schon mal deutlich besser. Gut, so. Was steht hier noch bevor? Ach ja, stimmt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Forschung investieren. Ja, die Frage ist, wie gesagt, nur wohin? Wo könnte das drin versteckt sein? Das ist echt schwierig. Könnte das hier drunter sein? Ausweichgates. Das klingt doch schon mal gut. Mehrspurige Zufahrt klingt auch gut. Ich kann nur eine Forschung gleichzeitig machen, oder? Okay, jetzt warten wir erstmal. Jetzt warten wir erstmal. So, gut, 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 gut. Frage ist, wie lange hebt noch so die Größe von unserem Security-Bereich? Das heißt, es würde aktuell tatsächlich auch gar keinen Sinn machen, dass wir unseren Flughafen vergrößern, denn wir können aktuell eh nicht mehr Passagiere aufnehmen. So, aktuell sieht es ja tatsächlich noch ganz okay aus. Machen wir das hier einen Mülleimer oder einen Müllbeutel? Ja, kann ich hier? Ach nee, nicht Zaun, sondern ein Zauntor. Okay, was ist, wenn ich das jetzt hier hinbaue? Funktioniert das dann? Wenn ich euch hier dann noch mal eine große Schiebetür gebe, also dass sozusagen die Gepäckwagen hier rausfahren und hier wieder rein, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, du musst einen Kontrollturm bauen. Danke, weiß ich. So, Security scheint von der Kapazität her noch zu gehen. Oh, da kommt aber schon gleich der nächste Flug. Also die haben auf jeden Fall zu tun. So ist es jetzt nicht. Ja, die haben auf jeden Fall zu tun. So, jetzt bin ich gespannt, wo der Karren hinfährt mit dem Gepäck. Der fährt.
Du fährst du nicht hier lang. Okay, dann gucken wir mal den Karren von dem Flugzeug an. Es fährt auch da lang. Puh. Ja, was könnten wir da noch dagegen machen? Eigentlich nichts. Ich habe euch hier jetzt einen Zaun gegeben und hier. Ja. Tja. Weise dies einer Küche zu, um Bestellungen auszuführen. Oi. Oi, oi, oi. Okay, dann vergrößern wir mal kurz unser Fundament. So. Und versuchen uns mal an einer Küche. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier. Erstmal dafür sorgen, dass wir hier unsere Dings zurückzahlen. So. Heftig, 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 heftig. So, dann müssen wir hier mal schnell eine Bank verschieben. Oder einfach komplett abreißen. Geht natürlich auch. So, hier kommt jetzt eine Küche rein. Und dann sagt uns das Spiel ja eigentlich, was da alles rein muss. Muss erreichbar sein. Ach so. ja. Ach. So. Du hast keine Lebensmittelanlage. Es können keine Gerichte zubereitet werden. Was? Lager. Es kann nicht mehr als eine Lagerzone. Oh. Konferenzraum? Ah, nee. Bla. Diese Spiele, Sicherheit, Wartung, beziehungsweise. Nee. Küchenübersicht. Oh, what? Dessertstand. Zuordnen, zu was geht's? Zuordnen hier, zu der Küche. So. Aber, hier, Dessertstand, Donuts. Ah, okay. Das heißt, ich brauche Kühlschrank, Zubereitungsfläche, Herd und Heizplatte. Okay, kann ich mir das merken? Oh Gott. Also, Kühlschrank. So. Kacke, wo hab ich denn das? Wo hab ich denn das? Was? Was brauche ich für Personal? Koch, ja, okay, Moment, 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 Moment. Ganz kurz. Okay, du bist zugewiesen. Wo habe ich das gerade gesehen? Wo habe ich das gerade gesehen? Ah, hier, Küchenübersicht. So. Zubereitungsplatte, Herd und Heizplatte. Okay. Das kann ich mir jetzt, glaube ich, aber merken. Zubereitungsfläche, Herd und Heizplatte. So, jetzt haben wir es ja eigentlich für die Donuts fertig. Ist die Frage, braucht jedes Gerät einen Koch? Deshalb wollte ich jetzt noch warten mit dem Einstellen vom Koch. Benötigt einen. Okay, dann stellen wir mal einen Koch ein. Kein Lagerbestand. Muss ich das einkaufen? Ich habe einen Koch. So.
Wie kann ich auf Lager einkaufen? Es werden mindestens zwei Vorbereitungswagen empfohlen. Wait, what? Uff, okay, ich habe keine Lebensmittel auf Lager. Puh. Wie krieg ich... Wie kriege ich Lebensmittel? Geldsteuer. Ach so, das ist die Geldsteuer. Oder muss ich jetzt einfach warten? Muss ich jetzt einfach warten, bis wieder 0 Uhr ist und bis dann sozusagen die ersten Sachen im Lager eingetroffen sind? Bestellt sich sozusagen die Küche das automatisch. Das würde ich jetzt gerne noch abwarten. Jetzt haben wir 21 Uhr. Zuschüsse öffentlicher Hand. Okay, gut. So, wir haben wieder Geld, gleich wieder zurückzahlen. Anlieferung erfolgt standardmäßig um Mitternacht. Okay. Ja, gut, das sollte ja bislang eigentlich kein Problem sein. Jetzt können wir mal gucken. Speiseregal. Okay, ich glaube, wir starten die Küche mal komplett aus, dass der sozusagen alles Essen machen kann. So, jetzt Mitternacht. Bekommt jetzt die Küche... Ah, nee. Ah, doch. Okay, oh, okay, ich verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt... Okay. Ja, okay, jetzt habe ich so langsam verstanden, wie das Ganze hier funktioniert. Das heißt, wir brauchen jetzt noch hier ein bisschen Zubereitungsfläche, um zu reichen Guthaben. Oh. Dieses Drecksspiel. Okay. Das heißt, hier haben wir jetzt Lagerbestand 100, aber da wir ja nur einen Kühlschrank haben, kann das sein, dass es jetzt über den Tag ausgeht. Will keiner und ohne? Ist das zu teuer? Auf alle anwenden? Hallo? 10 Dollar pro Donut? Der Koch denkt sich auch so, ich bin komplett lonely hier. Doch. Ah, warte mal. Ich habe doch eine Bank auf Lager. Ich habe doch eine von diesen schwarzen Banken hier auf Lager. Bank B. Das heißt, wenn ich ja jetzt hier Bank B, sage ich jetzt einfach mal, hier so hinbaue, dann nimmt ihr doch das aus dem Lager, oder? Ja! Was haben wir denn da noch? Große Infotafel. Oh, echt?
Dann packen wir doch die große Infotafel noch schnell hier nach oben, dass die Leute da auch informiert sind. Urinal, Apothekenstand, Toilette, Toilette, Urinal, Waschbecken. Apothekenstand C, das könnten wir eigentlich prinzipiell dort unten noch in das Geschäft packen. Apothekenstand C. Hierhin. So. Es kauft aber auch irgendwie keiner hier einen Donut, wa? Moment. Aktuell zugewiesene Mitarbeiter 0. Aber das Spiel meckert auch nicht, dass ich einen brauche. Weise Verkaufsberatung Fluglinien zu und verbessere damit die Kommunikation und das Vertrauen. Oh! Oh, das brauchen wir mal für später. Ja. Bedient Kunden an Kioskständen und Geschäften. Ist das ein Kioskstand? Ich kaufe da jetzt einfach nochmal ein. Und guck mal, ob der dann dorthin geht. Wo ist denn ein Verkäufer? Irgendwie. Scheint es noch nicht so ganz so zu funktionieren. Aber wenn da steht 0%, wann kommt denn der? Abwesend einer. Ja, aber hier ist doch ein Kier. Da ist doch. Oder. Ich verstehe es nicht. Zuordnen zu. Zu dem Koch. Bleib mal stehen. Dem kann ich nur folgen. Ja, es will keiner hier ein Donut-Ding kaufen. Was ist, wenn ich das runter mache auf 2,25 €? Möchte da niemand ein Donut? Die haben alle keinen Hunger. Kann ja nicht wahr sein. Also sorry. Zuordnen zu. Ich kann das nur der Küche zuordnen zu sonst nichts. Oder demontieren. Ja, kann das sein, dass es ein bisschen buggy ist? Weil ich glaube, wir haben jetzt hier einen Bug gefunden. Ist natürlich nicht so schön. Jetzt ist die Nachtruhe. Wieso machen wir jetzt schon wieder so viel Minus? Kann ja nicht sein. Wenn da steht, wir machen gesamt 66.000 plus, wie kann dann die Zahl immer weiter runtergehen? Macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Ja, ich weiß, dass da Ausrufezeichen stehen.
Echt nicht so einfach, einen funktionierenden Flughafen aufzubauen, ist ja unglaublich. Vor allem, ich habe die all. Ach ja. Na gut, das meiste fickt uns halt die Kredite. Weil ich die halt gebraucht habe, um erstmal sozusagen ein Grundgerüst aufzubauen. Klar hätten wir vielleicht ein bisschen den Flughafen kleiner halten können, weil wir halt auch viele Flächen haben, weil das Fundament kostet halt schon nicht wenig. Und was macht ihr hier eigentlich? Oh shit, seid ihr gelb? Seid ihr hier ein bisschen gefangen? Nee. Achso, doch. Ich dachte, ich konnte das nochmal abbrechen. So. Nee, den da nicht. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, stand die Bank gerade falsch rum. Und als ich sie dann demontiert habe, stand sie richtig rum. Ja. Wir machen aber keinen Plus. Absolut nicht. Wir machen absolut keinen Plus. Ja. Ich gucke schon wieder auf die Zeit. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen mal nächste Folge, wie es weitergeht. Bezüglich dem Bankrott, das hier schon ganz fett mit Ausrufezeichen steht. Wir haben noch 13 Stunden Zeit, den Bankrott zu entrinnen. Und wir sind bei minus 200.000. Ja. Viel brauche ich dazu eigentlich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. 12 Stunden haben wir jetzt noch. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schalt auch da wieder ein. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.